Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen. Ich bin heute in der Südsteiermark, genauer gesagt in Heimschuh bei Leibnitz. Hier hat die Ölmühle Hartlieb ihren Sitz. Thomas Hartlieb führt bereits in der vierten Generation den Traditionsbetrieb. Hier werden köstliche Öle gemacht, allen voran natürlich das Kürbiskernöl. Aber es rinnen noch andere Qualitätsöle aus der Presse. Lieber Thomas, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit für ein Gespräch hast. Und ja, ich glaube, wir starten einfach gleich. Servus, liebe Isi. Auch meinerseits danke, dass du Zeit oder dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Und ja, die Geschichte oder das Thema Öl ist bei uns ein sehr langes. Du hast es ja schon kurz erwähnt. Mittlerweile vertrete ich die vierte Generation bei uns im Betrieb, der Familie Hartlieb, die diesen Betrieb leitet. Aber die Geschichte ist dementsprechend lang, seit über 100 Jahren. Wir haben gerade vorher gerechnet, 113 Jahre sind es genau, seit 1907, wo mein Urgroßvater den Betrieb gekauft hat, sind wir hier ansässig und haben uns durch verschiedenste Produktions- und Arbeitsbereiche durchgearbeitet und sind jetzt schlussendlich da gelandet, wo wir gerade sind. Ja, super. Aber da werden wir jetzt noch drauf zurückkommen. Ich würde dich gern jetzt gleich zu Anfang, ich meine, wir sind in der Steiermark, was ist das wichtigste Öl, das grüne Gold, das Kürbiskernöl? Und mich würde eigentlich interessieren, weil es gibt ja eine breite Palette von im Supermarkt angefangen bis in den Delikatessladen, wo ich Öle kaufen kann. Wie kann ich eigentlich ein gutes erkennen, beziehungsweise was macht ein gutes Kürbiskernöl aus? Wenn du da ein bisschen darüber erzählen könntest, das wäre sehr toll. Natürlich. Wie du schon gesagt hast, das Paradeöl der Südsteiermark ist eben das Kürbiskernöl, oder eigentlich der Steiermark, muss man ja sagen, ist das steirische Kürbiskernöl. Und was die Qualitätsthematik angeht, das ist natürlich ein sehr breites Spektrum. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben seit dem Jahr 1998 einen EU-weit gültigen Herkunftsschutz für steirisches Kürbiskernöl. Und dieser Name ist nicht nur schön, da gehört ja auch dieses Kürzel GGA dazu, diese geschützte geografische Angabe. Und dieses Produkt resultiert eigentlich aus einer Bewegung am Markt, wenn man jetzt das ein bisschen zurückspult, in die 70er Jahre, 80er Jahre, wo Kürbiskernöl quasi den ersten größeren Boom, wenn man das auf gut steirisch hätte ich gesagt, so bezeichnen darf, erlebt hat, hat es am Markt recht rasch zu Verzerrungen geführt, insofern, dass halt gewisse Produzenten versucht haben, billigeres Öl auf den Markt zu bringen und so einen Marktvorteil zu gewinnen. Und das hat sich immer eins zu eins auf die Qualität natürlich negativ niedergeschlagen. Aber haben die das Öl gestreckt oder haben die, also dass der Anteil des Kürbiskernöls geringer war und ich weiß nicht, mit anderen billigeren Ölen einfach verlängert? Oder wie hat sich das irgendwie, wie kann man das beschreiben? Ja, das darf man schon spekulativ annehmen, dass das auch gemacht wurde, aber das ist nur ein Aspekt. Das ist auch, also die Qualität des Öles beginnt natürlich wie bei vielen anderen Lebensmitteln beim Rohstoff. Also auch da habe ich schon verschiedene Auswahlkriterien, wo ich einen Rohstoff relativ günstig einkaufen könnte, der natürlich qualitativ sicherlich nicht gleichwertig ist wie mit einem sehr hochwertigen Rohstoff aus der unmittelbaren Umgebung. Und da sind wir jetzt schon beim Punkt geografische Angabe. Kürbis wächst ja nicht nur in der Steiermark. Es ist ja eine Pflanze, die fast auf der ganzen Welt kultiviert wird. Und dass man die Kerne zu Öl verarbeitet, ist eine Besonderheit der Steiermark. Das gibt's in der Form sonst nirgendwo. Das heißt, in anderen Ländern, wo eigentlich der Kürbis des Kürbises wegen gepflanzt wird und geerntet wird, sind die Kerne fast, ich will nicht sagen Abfall, aber werden eigentlich nicht besonders genutzt, sind wesentlich billiger verfügbar. Und genau das haben halt gewisse Produzenten schon sehr früh bemerkt und haben halt auf diese billigen Kerne gekauft. Es geht aber heute nicht mehr, oder? Oder darf ich sozusagen die Kerne irgendwo kaufen und wenn ich sie dann in der Steiermark gepresst werden, darf ich es dann immer noch geschützte geografische Angabe auf die Flasche schreiben? Eben eigentlich genau darf ich nicht, gell? Ja, nein, weil das fände genau ich ja arg. Ja. Richtig, genau das ist der Punkt. Der Herkunftsschutz wurde sehr streng gemacht, was auch
essentiell ist, sonst hätte er keinen Sinn. Es geht um mehrere Punkte. Erstens, die Herkunft der Kürbiskerne selbst ist wirklich eingeschränkt auf den Raum der, sage ich mal, Südhälfte der Steiermark. Mhm. Also man kann sagen, von Graz südwärts. Ja. Es zählen kurioserweise aber auch 2 Bezirke Südburgenlands zum Anbaugebiet, aber auch 7 Bezirke Niederösterreichs. Aha. Okay, das ist jetzt eine sehr spannende geografische Einteilung. Steiermark hat sich da etwas verschoben. Es ging einfach darum, dass man zum Zeitpunkt der Antragstellung, das war 1996, alle Bezirke Österreichs, wo damals schon diese Sorte steirischer Ölkürbis, das ist dann der zweite Punkt, angebaut wurde, in dieses Herkunftsgebiet mit reingenommen haben, hat, um da niemanden irgendwie zu benachteiligen. Aber man hat sie wirklich auf Österreich reduziert. Also es waren unterm Strich dann trotzdem der Großteil Steiermark. Mhm. Der zweite Punkt eben die Sorte. Wir haben ja einen speziellen Kürbis seit über 100 Jahren, nennt sich auch steirischer Ölkürbis. Und das alleine ist schon ganz ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Der wächst nämlich mit einem schalenlosen Kern. Mhm. Und dieser schalenlose Kern ist tief dunkelgrün. Für uns Steirer ganz normal. Wir kennen eigentlich eh keinen anderen. Ja. Aber weltweit gesehen ist das ein ganz besonderer Kern. Es gibt über 600 Kürbissorten. Mhm. Und das ist die einzige, bei der der Kern keine Schale hat. Okay. Und diese tiefdunkle Farbe ist nicht nur fürs Öl als Farbe wichtig, sondern hat auch natürlich bestimmte Aromen, das sind Chlorophylle, die man dann auch im Öl schmeckt. Das heißt, der zweite Aspekt, neben der Herkunft der Kerne, ist auch die Sorte der Kerne. Der dritte ist natürlich die Ölmühle selbst. Der Standort der Ölmühle ist wirklich eingeschränkt auf die Steiermark. Also die Ölmühle muss im Land Steiermark situiert sein. Oder in diesen Bezirken im Burgenland oder Niederösterreich. Also das wiederum geht nicht. Nein, das hat sie wirklich auf die Steiermark reduziert. Mhm. Ja, also eine klassische politische Lösung, wenn man so nennen will. Okay. Man hat halt so seine Kurven gezogen, alles wurde dann so festgelegt. Und der vierte Punkt, der auch ganz wichtig ist, weil wir eigentlich noch über die Qualität sprechen, die Art und Weise, wie das Öl gepresst wird, also wie es hergestellt wird, ist auch in diesem Herkunftsschutz festgelegt. Das heißt, wir haben ein sehr traditionelles, althergebrachtes Herstellungsverfahren. Mhm. Und das ist auch ganz entscheidend für die Qualität des Öles. Dass das magst du es ganz kurz beschreiben, dieses Herstellungsverfahren? Du also so in... In kurzen Worten sind eigentlich super, ja. 4 Arbeitsschritte, die der Kern durchläuft. Also wir haben den geernteten, getrockneten Kern, so liegt er bei uns im Lager. Wie lange muss er trocknen, bis er verarbeitet werden kann? Heute wird maschinell getrocknet, also der Trocknungsvorgang dauert meistens eine Nacht. Okay. Also das ist auch vom Erntezyklus her so, tagsüber werden die Kerne geerntet, gewaschen, gereinigt und werden dann abends auf die Trocknungsanlage geschüttet. Ja. Am nächsten Morgen sind sie trocken. Können sie weiterverarbeitet werden? Können sie weiterverarbeitet werden, zum Großteil werden sie allerdings eingelagert. Das ist vielleicht jetzt auch kurz ausgeholt, eine Besonderheit beim Kürbiskern, oder zumindest im Vergleich zu manch anderem Öl. Das wird das Ganze aber frisch gepresst. Mhm. Das heißt, ich lagere meine Kerne bis zu dem Tag, an dem ich dieses Öl eben brauche und presse dann das frische Öl. Wie lange sind die Kerne haltbar? Getrocknet in einem Kühllager über Jahre. Okay. Kürbiskerne sind sehr stabil, also die schützen das Öl so gut, es ist wirklich bestens im Kern verpackt, dass es auch nicht oxidiert. Im Vergleich zu einer Walnuss zum Beispiel, dort ist das nicht möglich. Eine Walnuss tendiert sehr rasch zum... Wird ranzig auf Deutsch gesagt. Mhm. Oxidativ, das haben wir beim Kern, das Problem beim Kürbiskern überhaupt nicht. Und wie gesagt, das ist eigentlich noch die Vorarbeit der Landwirte, dann habe ich den getrockneten Kern und die Arbeit als Ölmüller sind eben 4 Schritte. Der Kern wird zerkleinert, also gemahlen. Mhm. Wird im zweiten Schritt mit warmem Wasser und etwas Salz zu einem Brei geknetet. Mhm. Im dritten Arbeitsschritt wird der Brei erhitzt. Also in der Gegend redet man vom Rösten. Das ist die umgangssprachliche Bezeichnung für den Vorgang. Der Lebensmitteltechniker nennt es eigentlich Konditionieren. Ja. Dazu und dann muss ich kurz einen Einschub machen, weil leider gibt es ja noch keinen Geruch beim Hören. Und man riecht schon, wenn man am Backplatz ist und dann in eure Produktion, und ihr habt ja einen schönen Verkaufsraum angeschlossen, einen sehr alten. Ihr habt im Vorgespräch gelernt, dass das 1898 das Gebäude fertig war und wir sitzen hier überhaupt in einem noch älteren Gebäude, das 1797 gebaut worden ist. Also sehr schöne Räumlichkeiten und auch der ganze Hof ist sehr schön. Nicht so kein Industriegebäude, wie man sich das im vorstellt, sage ich, sondern wirklich noch so sehr traditionell und wirklich ein sehr schönes Ambiente auch, was es hier gibt. Und ein fantastischer Geruch. Und jetzt lasse ich dich schon wieder weiterreden, nur dass man eine Vorstellung hat, wie das hier bei euch ist. Genau, und der Geruch ist eben ein Resultat dieses Röstens. Natürlich, wir sind bemüht, möglichst viel von dem Geruch im Öl zu belassen. Also es ist zwar schön, dass es draußen auch gut riecht,
Aber Sinn und Zweck wäre, es kommt in die Flasche. Ja, natürlich. Ja. Wobei die Gerüche, die da rausgehen, die sind nicht fettlöslich. Ja. Das heißt, die kriege ich auch nicht ins Öl rein. Aber definitiv ist das dieses Röstaroma, das dann eigentlich das steirische Kürbiskernel so besonders macht und abhebt von jeder anderen Art von Kürbiskernel. Und da sind wir dann, ziehen wir wieder die Schleife zurück zu den verschiedenen Qualitäten oder wie man Qualität dann als Konsument beurteilen kann. Eben, weil das ist ja dann oft auch die Frage. Ich meine, das, diese geschützte geografische Angabe, die du jetzt gut erklärt hast, das kann ich ja auch an diesem Gütesiegel erkennen. Ja, also man, es gibt ja so ganz ein spezielles geschütztes steirisches Kürbiskernöl. Also sieht man im guten Handel, sage ich jetzt, vielleicht nicht im Supermarkt, glaube ich, weiß ich nicht, gibt es mittlerweile auch schon. Doch. Man kann so grob sagen, dass auch im Lebensmitteleinzelhandel, also auch in Handelsketten im Supermarkt, das Verhältnis schon circa 50-50 ist zwischen steirischem Kürbiskernöl und dem Kürbiskernöl. Dieses Zeichen, das du angesprochen hast, diese sogenannte Banderole, ist ein EU-weit verwendetes Zeichen für GGA, also für diese geschützte geografische Angabe, gibt es bei, ich glaube, mittlerweile über 700 verschiedenen Produkten. Wachauer Marille, Tiroler Graukass, das ist dieses blau-gelb und gezackte Siegel. Das ist ein Merkmal. Das zweite ist eben der Name an sich. Allein steirisches Kürbiskernöl, dieser Name ist mit dem GGA verknüpft. Also der darf auch wirklich nur dann verwendet werden, wenn das heißt, es den Herkunftsschutz hast. Das wäre theoretisch schon eine Fälschung, wenn nur Kürbiskernöl steht und dieses Siegel, das wäre... Ist nicht zulässig. Oder auch umgekehrt, steirisches Kürbiskernöl draufschreiben ohne Siegel, auch das ist nicht zulässig. Man darf nicht einmal ein Kürbiskernöl zum Beispiel ein Bild eines steirischen Ölkürbises draufgeben, der typische Farbe hat, dieses goldgrün gestreifte, auch das wäre schon Irreführung. Also da ist die Lebensmittelaufsicht sehr streng. Das wäre klassische, unter Anführungszeichen sogar gewerbsmäßiger Betrug, wenn man das in größeren Stile machen würde. Also die Regeln sind ganz klar. Auf das kann man schauen. Also den Namen, dieses Gütesiegel, man hat auch eine Prüfnummer auf der Flasche, die kann auf dieser Banderole aufgedruckt sein. Also manche Hersteller haben dieses Gütesiegel auf die Flasche geklebt, auf den Kopf. Manche, so wie wir auch, haben es auf der Rückenetikette drauf. Das ist natürlich, hängt vom Betrieb ab, aber wie gesagt, wichtig ist, dass es drauf ist, zusammen mit der Prüfnummer. Also. Und die drei Komponenten garantieren, dass sie wirklich ein zertifiziertes regionales Öl. Und nur wenn ich jetzt sozusagen einmal weggehe von diesem Gütesiegel und mich jetzt rein auf den Geschmack und den Duft und das Aroma konzentriere, wie kann ich es da erkennen? Ja, ein gutes Kürbiskernöl hat einmal grundsätzlich, natürlich, typisches Aroma, klingt jetzt schön, heißt aber nichts. Aber was beim Kürbiskernel auffällt, einerseits, ich habe die Komponente des Kernes. Also wenn jemand einen Kürbiskern schon mal gekaut hat für längere Zeit, das hat schon ein sehr spezielles Aroma, tendenziell ein sehr nussiges Aroma. Und das wird natürlich unterstützt dann von diesen Röstaromen, die in der Herstellung bewusst erzeugt werden. Und die gehen dann von eben sehr noch eher, sagen wir mal, mild-nussigen Aromen über Karamelltöne, aber auch Kaffeetöne kann man drinnen feststellen, auch schokoladige Noten. Das sind diese typischen Röstaromen und ein sehr gutes Öl hat diese beiden Komponenten schön harmonisch eingebunden. Okay. Das ist einmal der eine Aspekt, den man jetzt sage ich, am Gaumen und in der Nase wahrnehmen kann. Also die Nase ist da auch ganz wichtig. Öle sind ja im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Wein, wenn man sie verkostet, brauchen die einfach mehr Zeit, weil sie dickflüssiger sind. Ganz einfache Erklärung. Das heißt, sie brauchen am Gaumen mehr Zeit, sich zu entfalten. Und auch die flüchtigen Aromen, die dann über die Nase erst wahrnehmbar sind, brauchen auch ein bisschen länger. Aber wenn man dann Öl bewusst verkostet und sich die Zeit nimmt, das Öl auch im Mund bewegt, dann kommen dort diese Aromen sehr schön raus. Und wie gesagt, das sollte möglichst klar sein. Es sollten keine anderen Aromen mehr dabei sein. Also wenn das jetzt zum Beispiel in der Verarbeitung einmal zu heiß geworden wäre, dann würde man da zu kräftige Röstaromen feststellen, die sogar vielleicht schon etwas ins Bittere reingehen oder so kratzige Noten dabei haben. Und das wäre dann schon ein Kennzeichen, dass das in der Produktion nicht optimal gelaufen ist. Zum Beispiel, dass da einer einen Zeitdruck gehabt hat, weil es geht dann sehr oft dann auch wieder um die wie bei ökonomische allen, Komponente. Wie bei allen Qualitätsprodukten ist es halt auch zeitintensiv, dass es so schmeckt, wie es dann schmeckt. Ja. Und dieses Thema, also wenn wir jetzt schon bei diesen Unterschieden sind, auch dieses, beim industriellen Öl
Wie läuft da die Produktion jetzt nur im Vergleich, dass man sich das vorstellen kann? Naja, wirklich industriell, wenn man das jetzt so nennen möchte, mit einer großen fabriksähnlichen Anlage, wird Kürbiskerne meines Wissens noch nicht hergestellt. Also, auch die größeren Ölmühlen, die bei uns in der Gegend ansässig sind, die sind natürlich noch oben skaliert, was die Anlagenanzahl angeht. Weil man muss sich vorstellen, dieser Prozess mit den 4 Arbeitsschritten, den kann man nicht unendlich vergrößern. Mhm. Das sind speziell diese Röstpfannen, ab einer gewissen Größe ist aus. Also, da kann ich nicht das Ding unendlich vergrößern. Das heißt, solche Firmen haben dann halt 4, 5, 8, 10 solche Röstanlagen in Reihe und haben halt mehrere Anlagen, mit denen sie gleichzeitig arbeiten, dadurch eine höhere Kapazität erzielen, arbeiten aber im Prinzip gleich wie wir. Da muss man aber auch immer noch auseinanderhalten, reden wir vom steirischen Kürbiskern oder eben, es gibt ja anderes auch. Also, sagen wir mal, wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, wenn das steirisches ist, wenn das das Gütesiegel hat, sollte es mehr oder weniger immer eine sehr gute Qualität haben, eigentlich. Genau, es gibt einen Qualitätsstandard für steirisches Kürbiskern, der bei dieser Landesprämierung auch überprüft wird. Da wird es auch Unterschiede geben, aber prinzipiell, wenn man das kauft, ist man auf der sicheren Seite. Das ist schon mal ein Aber es gibt natürlich auch andere Kürbiskernöle. Definitiv. Und wie werden die produziert? Oder was, und man, die ja flach schmecken, die möglicherweise auch andere Öle dabei haben. Das ist sozusagen jetzt ein bisschen mein Eindruck, wenn man halt so ein günstiges Supermarktprodukt nimmt, da hat man schon was anderes am Salat oben picken. Ja, wie gesagt, das Spektrum ist sehr groß. Wenn ein Produkt als Kürbiskernel auf den Markt kommt, dann ist eigentlich die einzige Voraussetzung, also wenn jetzt wirklich nur Kürbiskernel draufsteht, die einzige Voraussetzung, dass es ein Öl aus Kürbiskernel ist. Wobei schon dazu kommt, im österreichischen Lebensmittelkodex, also ist dieser Begriff Kernöl schon so definiert, dass es ein Öl ist, das zu 100% aus der damit bezeichneten Frucht hergestellt wurde. Mhm. Also an sich darf man schon sagen, wenn es ein Kürbiskernöl ist, darf da kein Sonnenblumenkern drin sein. Dürfte kein anderes Öl drinnen sein. Natürlich, die Dinge sind nicht schwarz und weiß, weil wenn da jetzt, ich sage jetzt einmal Hausnummer, vielleicht 10% von einem günstigeren Sonnenblumenöl oder sonst was drinnen sein, ist die Nachweisführung nicht so einfach. Mhm. Ich meine, die Labors können uns heute sehr, sehr genau zerlegen, aber jetzt der Aufwand ist sehr groß. Mhm. Das heißt jetzt natürlich, eine gewisse Beeinflussung wäre, sage ich mal, nicht ganz auszuschließen, aber ich glaube, das ist gar nicht so mal der hauptsächliche Vorgehensweise, gerade einmal bei größeren Herstellern, weil das doch ein großes Risiko in sich birgt, weil wenn das aufgedeckt werden würde, das wäre Betrug. Also das ist ein klassischer Lebensmittelbetrug, den es ja immer wieder gibt. Ja. So ist es, ja. Vielmehr die Ursache, dass dann Öle so flach schmecken, ist, wie gesagt, einerseits der Rohstoff, da hat man eine große Bandbreite, weil man muss sich vor Augen halten, es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt einen Kürbiskern so kriege, wie ihn der Bauer am Feld geerntet hat. Also wir nennen das eine feldfallende Ware, wo wirklich alle wunderschönen Kerne perfekt beieinander sind, so wie sie geerntet wurden. Das ist die optimale Qualität. Wenn ich jetzt sage, ich will da einen Preisvorteil lukrieren, dann kann ich natürlich die ganz schönen Kürbiskerne dort schon mal aussortieren. Da gibt's Anlagen dafür. Die minderwertigen Kerne. Genau, die wunderschönen Kerne verkaufe ich dem Bäcker als Backware oder gebe es als knapper Kerne raus. Und das, was dort überbleibt, aus dem presse ich das Öl. Da habe ich schon mal einen großen Qualitätssprung beim Öl. Das werde ich feststellen. Das ist einfach nicht mehr so intensiv. Bei der Herstellung selbst, auch wenn das nach einem steirischen Prinzip gemacht wird, kann ich das natürlich schon auch wirtschaftlich verbessern, indem ich zum Beispiel gewisse Wassermenge zum Beispiel reduziere, die Temperatur erhöhe, damit es schneller geht. Das heißt, ich habe weniger Energieeinsatz, weniger Zeitaufwand. Das sind auch Möglichkeiten, Geld zu sparen in der Herstellung. Auch das merkst du eins zu eins beim fertigen Produkt. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Herstellungsmethoden. Und das geht jetzt dann schon ein bisschen in den industriellen Bereich. Ich kann auch Kürbiskernöl zum Beispiel mit einer klassischen Spindelpresse oder Schneckenpresse produzieren. Die kann man hochskalieren bis, egal, also da gibt es noch oben fast keine Grenzen. Die Maschinen sind natürlich, ich sage jetzt einmal vorsichtig, viel brutaler. Mhm. Also die produzieren noch höhere Drücke, da quetscht wirklich alles aus, was irgendwie flüssig ist in dem Kern. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass das natürlich qualitativ nichts mehr mit dem handgemachten Produkt haben, wie wir es in der Steiermark herstellen. Und
eure Kürbiskerne, da habt ihr fixe Lieferanten. Ihr seid ja biozertifiziert. Auch, ja. Also das Kürbiskernöl ist bio, oder? Nein, da muss ich aber ein bisschen ausholen. Wir sind als Betrieb biozertifiziert. Wir haben ja, du hast ja schon kurz angesprochen, ein recht großes Sortiment verschiedener Öle. Aber wir fahren da eine recht klare Schiene. Wir haben ein Öl ist entweder bei uns bio oder es ist konventionell. Für mich ist der wichtigste Aspekt die Nähe der Produzenten. Ja. Und es ist einfach so, hier in der Südsteiermark, aufgrund der Topografie, aufgrund der klimatischen Bedingungen, ist halt der Biolandbau bei uns sehr schwierig. Speziell beim Kürbis hat man einen enormen Unkrautdruck. Und wir haben schon ein paar Pioniere, die auch beim Kürbis beginnen, hier im Bio zu produzieren. Aber ihr kriegt das noch aber nicht in der sehr, sehr Menge schwierig. Und Qualität. Genau so ist es. Also du bräuchtest da so einen großen Fruchtwechsel und verschiedenste andere Kulturen, die du hier auch zumindest, sage ich mal, kostendeckend anbauen könntest, um das überhaupt wirklich praktikabel machen zu können. Und das muss ja dann auch zertifiziert werden von der Biobehörde, sonst darf ich es nicht Bio nennen. Und Fakt ist, gerade beim Kürbis ist auch der konventionelle Anbau so nahe am Bio, was jetzt den eigentlichen Anbau angeht, weil der vertragt keinen Kunstdünger in Wirklichkeit, also vertragen wird ihn aber schon. Es ist und nicht du hast so große Kürbisse, aber Vorteil das für die Kerne. Es ist kein Vorteil, genau. Und auch die Unkrautbekämpfung funktioniert fast nur mechanisch, weil die Kürbispflanze äußerst sensibel ist, was eben gerade Unkrautvernichter angeht. Sprich, von dem her ist man eigentlich in der Praxis eh sehr nahe am Biolandbau, aber die Zertifizierung ist halt genau das, der schwierige Punkt, den ich vorher bezeichnet habe. Und da ist mir, wie gesagt, die Nähe der Produzenten, und ich habe mittlerweile, muss ich sagen, fast 50% meines Jahresbedarfs hier aus Heim schon. Also, ja, super. Wir haben ja auch 100 Hektar Ackerfläche in diesem kleinen Dorf. Okay. Und sehr viele Landwirte in den letzten Jahren sind nach und nach mehr auf den Kürbis umgestiegen, wenn man so nennen darf. Weil sie da bei uns natürlich einen verlässlichen Abnehmer haben. Und das ist eigentlich das, was ich präferiere in die Richtung, wenn wir gehen. Aber ihr macht ja nicht nur das Kürbiskernöl, ihr macht ja auch andere Öle, und zu denen will ich jetzt gern kommen, weil es gibt echt ein fantastisches Haselnussöl. Für das müssen wir unbedingt noch reden, weil das ist wirklich outstanding, super. Und ja, es gibt ja, also ihr habt ja wieder neue Öle wie Schwarzkümmelöl oder Kressesamenöl oder Pistazienöl. Also es gibt ja wirklich die verschiedensten tollen Öle. Wo bezieht ihr da die Ware? Spielt da Bio eine größere Rolle, umso weiter weg sozusagen? Umso weniger habt ihr ja jetzt, also Kontrolle ist jetzt überhaupt schwieriger, aber ihr müsst euch auf eure Produzenten und Lieferanten ja verlassen können. Also wie geht's ihr da vor? Ja, du hast das eigentlich schon ganz richtig erkannt. Mit zunehmender Entfernung ist der Bio-Aspekt immer wichtiger. Grundsätzlich schaue ich bei allen Produkten, wie schon erwähnt, auch beim Kürbiskern so nah als möglich. Natürlich, viele Dinge wachsen bei uns, das ist auch da, muss ich sagen, haben wir eine sehr gute Entwicklung schon in den letzten Jahren, aber noch sehr viel Luft nach oben. Aber gewisse Dinge auch einfach klimatisch ist noch nicht möglich. Nicht ja. zumindest. Ja, na ja, gut. Na, aber es ist ja wirklich so. Ja, aber so ist es. Jetzt sage ich, ich weiß nicht, ein Kokosöl wird schwierig werden. Das wird es nie spielen. Das wird in der Steiermark nicht reif werden. Das kann man ziemlich sicher sagen. Und wie gesagt, genau da springt dann die Thematik rein, dass dann da der Bioanbau dann natürlich schon Vorteile bringt. Weil natürlich am Markt, am internationalen Markt, solche Produkte, wenn sie biozertifiziert sind, von vornherein meistens aus sehr kleinstrukturierten Betrieben kommen, wo man dann trotzdem, sage ich mal, zumindest noch eine gewisse Nähe an den Lieferanten hat. Also auch da schauen wir, dass wir jetzt nicht, also wir kaufen nichts an irgendeiner Warenbörse oder bei Großhändlern, die Schiffsladungen irgendwas transportieren, sondern es gibt auch in diesem Rohstoffbereich sehr unterschiedliche Händler, die eben mit internationalen Waren handeln, und sind auch welche dabei, die das auch in relativ kleinen Umfang machen, wo du dann zum Beispiel eine Charge Sesam zusammenkriegst, ungeschälten. Das waren vielleicht 3 Bauern, die das produziert haben. Also man muss ja auch vor Augen halten, wir brauchen da wirklich keine großen Mengen. Also das ist bei uns alles sehr überschaubar. Euer Bestseller ist das Kürbiskernöl, oder? Absolut. Ja, absolut. Also das ist sozusagen der größte Brocken. Ja. Und was kommt dann sozusagen an... Ganz aktuell, ich habe es ja jetzt vor kurzem angeschaut, die Statistik, ist das Leinöl an zweiter Stelle. Aha. Wobei Leinöl. Das ja eigentlich jetzt vom Geschmack her eher gewöhnungsbedürftig ist, würde ich jetzt richtig. Einmal sagen. Also Leinöl, nicht mein Favorit. Ja. Na, Leinöl ist jetzt nicht so ein Allerweltsaroma. Aus Gesundheitsaspekten? Absolut, genau. Es ist in den letzten Jahren sehr
viel zu dem Thema publiziert worden, sehr viel Information rausgegangen, was eben zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren in pflanzlichen Ölen angeht, die positive Wirkung. Und da ist natürlich Leinöl der Vertreter mit dem höchsten Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Da hat es dann sehr viele, wie gesagt, Bücher gegeben, Informationen darüber, und das hat wirklich dazu geführt, dass die Nachfrage enorm gestiegen ist. Mhm. Also das ist jetzt, sage ich mal, 5-6 Jahre alte Geschichte. Okay. Länger ist das noch gar nicht. Wahnsinn. Du, und es gibt ja, vegan ist ja sozusagen der große Trend in der Ernährung. Merkt ihr das eigentlich auch, dass das Öl als Fett, sage ich jetzt einmal, die Butter und eben die Milchprodukte ablöst? Fällt euch das auf oder kann man das noch nicht in dem Ausmaß feststellen? Ist für mich natürlich jetzt schwer zu sagen, ob diese Bewegung da Auswirkungen hat auf den Ölkonsum. Es ist so, schon eins, was ich, aber das ist, wie gesagt, jetzt vegan ist jetzt ein Thema, glaube ich, jetzt seit 3-4 Jahren, wo man das vermehrt wahrnimmt. Aber ganz allgemein, das merke ich schon seit mehr als 10, 15 Jahren, kann man schon sagen, ist die Tendenz dorthin, dass Leute halt einfach wirklich bei den Lebensmitteln immer mehr Augenmerk auf die Qualität legen, durchaus bereit sind, wenn sie wissen, dass sie auch wirklich eine Qualität kaufen, dadurch 1-2 Euro mehr auszugeben, dass das jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt, und dadurch ist die Nachfrage nach solchen Produkten, wie wir es haben, schon merklich gestiegen. Aber es wird natürlich auch das Thema vegane Ernährung mit reinspielen, weil einfach Öl die ideale Ergänzung ist. Du brauchst dir trotzdem einen Energieträger, der Mensch braucht Fett, der kann ohne den nicht leben. Klar, das ist sozusagen wesentlich, neben Eiweiß und Kohlenhydrate braucht man natürlich auch Fett, und die Brandbreite, die es ja jetzt bei dir gibt, die ist ja schon fantastisch, ja. Sollte fast für jeden Geschmack was dabei sein. Ja, und das bringt mich jetzt zum Haselnussöl zurück, weil dieses Haselnussöl ist wirklich ja eine Aromaexplosion. Und du hast uns einmal die Geschichte erzählt, wie es dazu kam. Und irgendwie war das so eine nette Geschichte, weil du bist ja nach Italien gefahren. Korrekt. Wie die Idee war, wenn du da die Geschichte noch einmal wiedergeben könntest, das wäre sehr super. Ich hoffe, sie wird so halbwegs gleich wie damals. Nein, durchaus. Da muss ich sofort einen Namen erwähnen, das ist der Franz Hartl. Also sein Name ist ja gleich die ersten 5 Buchstaben unseres Familiennamens. Der Hartl Franz ist 2002, 2003 bei mir aufgetaucht in der Ölmühle, wollte damals eigentlich Kürbiskernöl nach USA vermarkten. Das ist aber dann nicht so richtig angelaufen. Sein zweiter Business-Schritt war, ganz besondere hochqualitative Speiseöl auf den Markt zu bringen. Und der Franz war schon mit der Initiator für diese Entwicklung, die unser Betrieb dann genommen hat. Und das erste oder eins der frühen Themen war das Marillenkernöl, das Erdmandelöl. Beides gab es damals am österreichischen Markt noch überhaupt nicht. Haselnussöl gab es schon, aber aus Franzens Sicht war die Qualität überhaupt nicht das, was man sich vorstellen kann. Wir haben dann gleich ein paar Pressversuche mit Haselnüssen, wie man sie bei uns am Markt kriegt, gemacht. Das waren, glaube ich, damals sogar, es waren keine Neapolitaner, es waren, glaube ich, türkische Haselnüsse. Was jetzt nichts heißt, gut, schlecht, das will ich jetzt damit gar nicht meinen. Aber wir haben schon mit diesen Nüssen eine ganz passable Qualität zusammengebracht, also die jetzt schon mal nicht so schlecht war. Und der Franz hat aber damals schon gewusst, die beste Haselnuss der Welt wächst im Piemont, die Tondela Gentile. Und jetzt war das Thema, wie kommen wir dazu? Am Markt nicht erhältlich. Ferrero hat die Hand drauf, da kriegst du so nichts zu kaufen. Kurzer Entschluss, ein ins Auto, runtergefahren ins Biermann. Der Benny Altmüller hat uns begleitet, das ist ein Künstler aus Niederösterreich, der fließend Italienisch spricht, der 3-4 Monate im Jahr im Biermann. Das war ein Dolmetscher. Das war unser Dolmetscher und auch Guide, weil der hat sich da unten schon ein bisschen auskennt, hat die Leute schon kennt, weil er, wie gesagt, mehrere Monate im Jahr dort unten verbracht hat. Wir sind runtergefahren ins Piemont, haben dort einmal, es hat 2-3 Kontakte im Vorfeld schon gegeben, die wir von hier aus gesucht haben, und sind dann dort bei so einer Kooperative aufgeschlagen, die dort Haselnüsse verarbeitet. Man muss sich vor Augen halten, ich glaube 99% der Piemonteser Haselnussbauern sind bei Kooperativen unter Vertrag. Das ist für die ganz wichtig, so wie man bei unserer Genossenschaft kennt. Und die Kooperativen übernehmen die Nüsse von denen. Die werden dann dort aufbereitet, gereinigt, geschält, was auch immer, bis zu rösten und weiterverarbeiten machen, wie es halt dann der jeweilige Kunde braucht. Wie gesagt, damals, ich glaube, meistens die 100% der Ernte an Ferrero gegangen, die dann die verschiedensten Sachen daraus gemacht haben. Jedenfalls, das Lustige an der Geschichte war eben dann, wie wir dann dorthin sind, hin zu dieser Kooperative, sind wir in so einem
recht, also Büro darf man es nicht nennen, es war eher ein Saal, wo quasi der Chef der Kooperative. So wie man sich das in Italien vorstellt. Genau, oder? Du gehst da bei einer Tür rein und dann ist einmal ein ewig großer, langer Saal und ganz hinten steht ein großer Schreibtisch, dort sitzt ein Mann, links und rechts von ihm so quasi zwei Athleten oder was immer die dann waren, seine Sekretäre, und wir sind da durch den Saal getrabt. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ist mir das unendlich groß vorgekommen. Ich war wahrscheinlich nicht so riesig, aber das war so der Eindruck, der erste. Und dann haben wir dem einmal klargelegt, dass wir Haselnüsse kaufen möchten. Wer jetzt möchten. Da zum Haselnuss kaufen? Genau, wir waren jetzt da. Ich meine, der hat sich wahrscheinlich zuerst einmal schnell gedacht, wo ist der LKW und wie viel Schiffsladung? Keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Und wir dann gesagt haben, ja, wir hätten da einen Anhänger mit und wir könnten ungefähr 900 oder 1000 Kilo auflegen. Das war dann vielleicht für ihn schon mal zuerst etwas ernüchternd von der Menge her. Aber dann war er halt doch neugierig, was wir damit wollen. Und wir haben gesagt, wir wollen daraus Öl pressen. Und das hat ihn dann irgendwie ziemlich, wie soll ich sagen, aus der Spur gebracht, weil das hat überhaupt nicht gekannt, dass man aus Haselnüssen Öl macht und warum und was soll man mit dem Öl tun und das ist ja keine Schokolade und ja, wir wollen das halt und ob bei uns da was verkaufen würde, zu welchen Preisen, Konditionen, und wir würden ja in weiterer Folge, wenn das anläuft, auch entsprechend mehr brauchen. An Ort und Stelle keine Entscheidung, wir mussten dann am nächsten Tag dort nochmal auftreten, also haben dann einen Termin gekriegt. Und dann hat er so zuerst so ein bisschen herumgedruckst, also wie gesagt, das wurde alles übersetzt, dadurch hat es immer länger gedauert, bis wir da die Informationen gekriegt haben. Und wir haben dann schlussendlich dort, ich glaube sogar 1200 Kilo, das war das Lademaximum für unseren Anhänger, an Haselnüssen in Säcken aufgeschmissen gekriegt, haben das zugeplant und sind dann wieder 12 Stunden quer durch Italien und Österreich zurückgefahren und dann waren unsere ersten Haselnüsse da. Und bis heute kommen sie aus dem Piemont? Bis heute kommen sie aus dem Piemont. Wir haben dort jetzt mittlerweile, muss man sagen, ist es wesentlich vereinfacht. Wir haben jetzt unsere Kontakte dort. Wir waren noch zwei, dreimal unten. Wir haben das nicht immer mit dem Anhänger runter. Das ist Gott sei Dank Geschichte. Jetzt haben wir dort die Ansprechpersonen. Und das, wir sind jetzt auch bei einer anderen Kooperative, die, sage ich mal, ein bisschen offener ist als der Dom. Wobei, es hat dort auch funktioniert. Das war ganz nett. Aber jetzt reicht ein Anruf oder ein E-Mail. So, ich brauche diese Menge und dann kommt es mit der Spedition rauf. Aber wie gesagt, gerade das war so ein Paradeprodukt, wo man gesehen hat, was für Unterschiede allein vom Rohstoff her entstehen. Weil wir haben das natürlich dann vergleichsverkostet mit unserer ersten Probepressung, haben natürlich dann auch noch ein paar Feinheiten justiert in der Verarbeitung. Und das hat eben dann zu dem Öl geführt, das du vorher als Geschmacksexplosion bezeichnet hast. Ja, ich finde das fantastisch. Das ist mein also Kürbiskernöl ist super, aber das Haselnussöl finde ich schon... Bin ich ganz bei dir, es geht mir ganz gleich. Ganz besonders. Ich mag auch gern Schokolade und wenn man gern Schokolade macht, dann ist Haselnussöl. Natürlich, nein, es ist wirklich super. So, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, weil ich so begeistert war vom Öl. Aber was ich gerne wissen würde noch, was sind denn außer dem Leinöl und dem Kürbiskernöl natürlich noch so Öle, wo du sagst, die haben sich eigentlich super entwickelt in eurem Verkauf und die gehen auch gut? Auf jeden Fall auch das Walnussöl ist da zu nennen. Das Walnussöl hat witzigerweise bei uns im Betrieb auch schon eine sehr lange Geschichte. Das wurde sporadisch immer wieder mal bei uns produziert. Sehr oft, und das war, sage ich, durchaus eine gängige Praxis, auch bei den Landwirten, wenn man knapp Kürbiskerne hatte, fast jeder Bauernhof hatte oder hat zum Teil auch heute noch irgendwo einen Nussbaum stehen am Hof. Dann haben wir von vornherein die Kürbiskerne mit den Walnüssen gemischt und miteinander verarbeiten lassen. Das ist ganz ein spannender Cuvée. Also das ist wirklich sehr gutes Öl. Und wie gesagt, darum ist die Verarbeitung von Walnussöl bei uns, hat das eigentlich schon Tradition, aber das Öl hat sich auch sehr gut entwickelt. Und vor allem die Walnüsse haben wir nach wie vor so gut ausschließlich aus regionaler Produktion. Also wir haben bei uns ein bisschen einen Namen gemacht als Aufkäufer und die Leute kommen, und das ist alles Haussammlung. Also der eine das ist kommt natürlich mit super, 3 Kilo, der nächste mit 25 Kilo von Deutschlandsberg bis Rakersburg und bringen ihre Walnusskerne, ihre ausgehösten zu uns und aus denen wird das Öl dann gepresst. Also das Walnussöl ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wie viele Nüsse brauche ich für einen Liter Öl? Beim Walnussöl? Das hält sich in Grenzen. Also Walnüsse haben wesentlich mehr Öl als Kürbiskerne, wobei auch die Kürbiskerne recht viel Öl enthalten. Also da reden wir von rund 40% beim Kürbiskern, aber beim Walnussöl kann es durchaus, oder beim Kern kann es durchaus 60-65% sein. Also doch sein. So viel. Ja, ja. Und Haselnüsse? Die liegen im Bereich von 50%. Okay. 45-50%. Also nicht ganz so viel wie die Walnuss. Du, und von der Produktion, Herr Thomas, ist die ähnlich der Kürbis...
Kernölproduktion? Ja. Beim Haselnussöl und also bei den Ölen insgesamt, bei den Nüssen eigentlich? Ja, also das kann man so ein bisschen abgrenzen. Also die Nüsse werden eigentlich alle nach dem gleichen Prinzip verarbeitet wie die Kürbiskerne. Ja. Es gibt auch ein paar andere Saaten, die wir nach dem ähnlichen Verfahren verarbeiten. Zum Beispiel machen wir auch ein Rapsöl, wie man es so eigentlich nicht kennt, hier in der Region sehr wohl. Also das Rapsöl, oder wurde ja früher bei uns als Ripsöl bezeichnet. Aha. Das ist der alte Name, wenn du es so willst. Das kenne ich gar nicht, ja. Ja, wenn das in der Art und Weise hergestellt wird, hergestellt wird, ist es ein sehr intensiv schmeckendes Öl. Ein Aroma, das klar polarisiert, also das magst du oder magst du nicht. Ich kenne eures natürlich, ja. Das Rapsöl, und muss sagen, wie es das erste Mal verkauft, es ist sehr intensiv. Ja. Also wenn man wirklich, ja. Normalerweise hat das, ist es ein bisschen weniger. Bis gar nichts. Nein, das muss man wirklich sagen, es ist ein gewöhnungsbedürftiger Geschmack. Absolut. Also finde ich schon jetzt, ja, aber interessant, aber für mich jetzt, sage ich einmal, mir ist es fast ein bisschen zu viel. Ja, es ist, ich will es jetzt nicht als derb bezeichnen, aber es ist ein sehr markantes Aroma. Ja. Und das hat jetzt keine, sage jetzt mal, vergleichbaren Aromen wie jetzt nussig oder so irgendwas, sondern es hat ganz einen speziellen Geschmack, den man mag oder nicht. Aber jetzt, da springt dann sehr wohl diese Herstellungsmethode rein, die dann auch Auswirkungen auf den Geschmack des fertigen Öles hat. Aber auch Sesam zum Beispiel machen wir nach dem gleichen Verfahren. Mhm. Wir haben das jetzt nicht generalisiert, sondern wir haben wirklich, wenn wir ein neues Öl machen oder machen wollen oder es überlegen, dann probieren wir natürlich zuerst ein paar Dinge, und wir haben eben im Haus zwei verschiedene Herstellungsmethoden zur Verfügung. Das eine ist eben diese traditionelle Methode vom Kürbiskern, und das andere ist eine recht konventionelle, die sage ich jetzt einmal, eher technischer Natur. Es ist ein klassisches Schnecken- oder Spindelpressen. Mhm. Also wir haben da drei kleine, das ist sehr kleine, das ist nichts, kein Industriestandard, sondern das sind wirklich Mini-Dinger, aber wir brauchen da keine großen Leistungen, die wir auch verwenden können. Und dann probieren wir einfach aus, was ist für das jeweilige Öl besser. Mit dieser, sage ich, mehr technischen Methode, was für welche Kerne oder Früchte nimmt es? Zum Beispiel eben das Leinöl wird mit dieser Schneckenpresse gepresst, aber auch das Mohnöl, das Distelöl, das Hanföl sind so Klassiker. Wir machen zum Beispiel das Sonnenblumenöl, das ist eine der Ausnahmen in beiden Varianten. Also das habe ich als, wir nennen es für uns das klassische Sonnenblumenöl, das ist das, das nach der Kürbiskernöl-Variante gemacht wird. Und das zweite ist das native Öl, das haben wir jetzt bei so einem schon oft gebrauchten Wort im Zusammenhang mit Speisenöl, nativ, eben diese Herstellung, wo der Rohstoff vor dem Pressen in keiner Weise bearbeitet wird. Das heißt auch nicht geröstet. Gar nichts, genau. Also im Prinzip nehme ich den Rohstoff, ich tue ihn reinigen, was auch immer. Beim Olivenöl ist das ja eine gängige Methode. Genau. Also diese Schneckenpressgeschichte kann man auch als native Herstellungsmethode bezeichnen. Aber wie gesagt, ich präferiere keine, sondern ich nehme dann einfach die für das jeweilige Öl vor allem dann aromatisch am besten passt, dass das Öl einfach toll schmeckt. Wie viele Sorten habt ihr aktuell im Sortiment? 24. 24? Ja. Ja, das ist schon. Aber ihr probiert euch immer wieder ein bisschen mit was Neuem durch? Wie es gerade auftaucht. Also ich bin da, wie bei vielen anderen Dingen, ich will es jetzt nicht planlos nennen, aber ich nehme jetzt nicht vor, jetzt heuer muss ich wieder ein neues Öl am Markt bringen oder wie. Viele Dinge werden einfach herangetragen oder man kommt irgendwo zum Rohstoff, weil halt irgendjemand interessierter irgendwo was gesehen hat oder gesagt, da wird das tolle Öl kostet, hast du das schon mal probierst gehört, kennst du das einfach schon, einmal mal ausprobieren. Also es sind einige Produkte in unserem Sortiment so entstanden, wo wirklich zum Teil auch Kunden zu uns kommen und sagen, habt ihr ein nettes, was weiß ich, Chiaöl war da einmal Thema. Gut, da gibt es natürlich eben so Trendöle, nehme natürlich, ich an. Das sind sowieso. Verschwinden solche Sachen dann auch wieder? Ja, also noch haben wir es noch nicht übers Herz gebracht, dass wir eins rausnehmen lassen. Okay, aber du merkst schon solche Lebenszyklen. Absolut. Also gerade Chia ist ein typisches Beispiel. Mhm. Das war am Anfang ein enormer Hype. Das haben wir wirklich. Aber jetzt flaut schon wieder ein bisschen ab. Was für Mengen wir damals gebraucht haben in den ersten zwei Jahren, vor allem weil das ein sehr teures Öl ist, weil der Rohstoff entsprechend teuer ist. Das ist jetzt relativ abgeflacht. Also der Hype ist wieder vorbei. Aber es gibt ein paar Leute, die wollen es unbedingt haben, und darum, solange das so ist, werden wir es jetzt nicht aus dem Sortiment nehmen.
Was ich mir immer wieder die Frage stelle, vor allem wenn man mehrere Öle parallel in Verwendung hat, jetzt im privaten Haushalt, wie lange, also erstens, wie bewahre ich es richtig auf? Mhm. Und zweitens, es oxidiert ja natürlich auch, sobald ich es einmal aufgedreht habe. Also wie lange ist dann eigentlich noch eine Haltbarkeit gewährleistet, beziehungsweise wie schnell verliert es eigentlich an Qualität? Es wird jetzt wahrscheinlich von Sorte zu Sorte unterschiedlich sein, aber nehmen wir jetzt einfach mal das Kürbiskernöl her. Ja, es ist schon tendenziell sehr ähnlich bei den verschiedenen Ölen. Diese Autooxidation hat ja mehrere Ursachen. Natürlich braucht es einmal Sauerstoff, sonst gibt es Oxidation. Aber was man oft unterschätzt, was das sehr stark beeinflusst, ist eben Licht. Und das ist genau beim Kürbiskern das größte Thema. Also für die Lagerung ganz wichtig ist der Lichtschutz. Selbst die dunkle Flasche, die eigentlich fast alle Hersteller verwenden, alleine ist zu wenig. Mhm. Wichtig ist zu Hause, wenn wir jetzt davon sprechen, wie lagert man richtig, einen dunklen Platz. Und da reicht eigentlich jedes Küchenkastel, also nicht vielleicht das mit der Fensterscheibe vornehmen, sondern eben ist schon klar. Aber wenn ich es offen habe, soll ich es dann in den Kühlschrank stellen, das Kürbiskernöl? Würde ich nicht empfehlen. Ich würde grundsätzlich sagen, ein Pflanzenöl, ein Speiseöl nach dem Öffnen in einem Zeitraum von 2 bis 3 Monaten zu verbrauchen. Da ist man in einem Zeitraum, wo die Autooxidation noch nicht relevant ist. Also da wirst du weder aromatisch noch sonst irgendwie feststellen. Das ist in einem sehr, sehr kleinen Bereich. Und wie gesagt, nach diesem Öffnen ist der Kühlschrank nicht wirklich ein Vorteil. Gerade beim Kürbiskernöl, und es gibt auch andere, die noch einen vielleicht sogar etwas höheren Gefrierpunkt in Anführungszeichen haben, beziehungsweise wo die Paraffine im Öl fest zu werden beginnen. Ja. Das ist beim Kürbiskernöl bei durchaus schon 5, 6 Grad gegeben, bei manchen Ölen sogar schon bei höheren Temperaturen. Und wenn so ein Öl an den Kühlschrank fest wird, wenn man es nicht weiß, manche Leute haben dann sofort einen Schreck und denken, ja, die Hälfte der Flasche ist fest, das ist ein Trub oder sowas. Mhm. Das würde wieder aufgehen, wenn man es rausnimmt, aber es beeinflusst das Aroma schon bis zu einem gewissen Grad. Das ist schon eine Qualitätssenker sozusagen. Ja. Mhm. Drum, wie gesagt, Kühlschrank, nein. Ein dunkler Platz, Küchenkastel, wo auch immer mit normaler Raumtemperatur und natürlich trotz des schon geöffnet Habens die Flasche wieder so gut als möglich verschließen, also den Schrauber schön ordentlich zu dran. Mhm. Und dann sind diese 2, 3 Monate, Monate kein Problem. Dann bleiben wir gleich zu Hause. Kulinarische Tipps. Mein Öl ist ja nicht nur etwas für den Salat, aber man kann ja damit auch kochen. Hast du da Tipps für gewisse Sorten von Öl, wo du sagst, eigentlich könnte man damit auch Süßspeisen verfeinern? Gibt's da so etwas aus ein paar Geheimnisse, hätte ich gern gewusst. Also mit Geheimnissen tue ich mir jetzt schon schwer, glaube ich, weil jetzt, ich kann gut essen, mein Kochen ist nicht so weit her. Darum, manche Ideen werden zwar schon herangetragen, aber oft sind dann eh gerade die Leute, das verwenden, die kreativsten Menschen im Umgang mit den Ölen. Mhm. Aber natürlich tendenziell von den Grundaromen her gibt es schon Richtungen, die Öle vorgeben. Und jetzt wenn du gerade Süßspeisen angesprochen hast, ich meine, das kannst du nicht mehr als Geheimnis verkaufen, dass man Kürbiskern auf Vanilleeis drauf tun kann. Ja, das ist stimmt, das ist schon Common Sense mittlerweile. Ja, das ist wirklich, das ist aber ihr habt ja auch bekannt. Ein Mohnöl. Zum Beispiel, genau. Also gerade Mohnöl, meine Töchter tun das definitiv auf den Germknödel drauf, anstatt der Butter. Da sparst du dann eigentlich fast Mohn. Das ist natürlich, fast der Ersatz für den Mohn, ja. Aber auch im Süßspeisenbereich ganz allgemein alles, was dann in irgendeiner Weise Eis ist, Parfaits sind, aber auch Cremes in verschiedensten Orten kann man mit Ölen, wo eben grundsätzlich sowieso Öl dazu sollte oder Fette, mit solchen Ölen ganz toll aromatisieren. Also da ist die Bandbreite riesig. Das Mohnöl ist sowieso ein sehr vielseitiges Öl, ähnlich wie das Kürbiskernöl. Und das, ob das jetzt ein ganz simpler Fruchtsalat ist, den ich mit, ob das jetzt ein Mohnöl ist oder mit einem Erdmandelöl oder vielleicht auch mit einem Marillenkernöl mariniere. Okay, da würde ich das noch einmal ein bisschen verfeinern. Genau, da bringe ich dann schöne Noten rein, die gerade dann in Zusammenspiel mit den fruchtigen Aromen ganz, ganz schön zur Geltung kommen. Ein Traubenkernöl mit einem Apfel zum Beispiel, mit einem Roten, ist eine wunderschöne Kombination. Die Säure vom Apfel und eben dieses Fruchtige vom Traubenkernöl ist eine tolle Kombination. Andererseits kann man Traubenkernöl aber wunderbar für Fleischspeisen einsetzen, gerade einmal für Wildgerichte und so weiter. Dort harmoniert das auch sehr schön. Also die meisten Öle haben jetzt nicht nur eine Richtung. Die sind aber das sind alles Öle, die man eigentlich auf das
kocht Gericht, außer es ist natürlich Rudern, ist es eh klar, dass es nicht erhitzt wird, aber wo man beim Erhitzen schon vorsichtig sein sollte, weil das Kürbiskernöl erhitzt sich ja per se nicht. Richtig. Also Kürbiskernöl wird man nichts herausbraten können, glaube ich sogar, das geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Naja, der Rauchpunkt beim Kürbiskernöl zum Beispiel liegt bei 120 Grad, also man kann durchaus eine Eierspeise drinnen machen, gut. Das reicht, aber natürlich klassisch braten wirst mit diesem Öl nicht. Ja. Das betrifft genauso die anderen Öle, weil die Öle eben auch in erster Linie durch ihre Aromatik besonders sind. Mhm. Und genau, wenn ich das jetzt natürlich sehr heiß machen würde, da ist einerseits der Rauchpunkt ein Aspekt, weil ab dem Rauchpunkt natürlich beginnt das Öl sich schon auch physikalisch zu verändern. Das heißt, die Fettmoleküle machen neue Bindungen und so weiter. Also das ist natürlich kontraproduktiv, aber vor allem geht es zu Lasten des Aromas. Das heißt, ich habe da nichts davon, wenn jetzt da ein ganz hochwertiges, tolles, wohlschmeckendes Öl zum Anbraten nehmen und dann hinterher habe ich von dem Geschmack eigentlich eh nichts mehr da. Dort kann ich ein, sage jetzt, günstiges Sonnenblumenöl. Genau, es gibt für diese Anwendungen eben sehr wohl diese diese raffinierten Öle sind dafür eigentlich ausreichend. Ausreichend und auch eigentlich fast ideal. Mhm. Weil da geht es ja wirklich nur darum, die Wärme zu transportieren und zu verhindern, dass das Produkt in der Pfanne kleben bleibt, wenn man so will. Und jetzt sind die anderen spart man sich für die feinen Socken. Die gibt es dann zum Schluss in ganz wohl dosierten Mengen dazu und dann hast du das Aroma wunderbar. Und wobei, gerade wenn solche Öle dann zu warmen Speisen dazugegeben werden oder eben ein bisschen Wärme abkriegen und da reden wir dann schon von Esstemperaturen. Ja, erhöht es die Aromatik. Genau, da kommen die Aromen natürlich noch viel kräftiger heraus. Und wenn ihr jetzt, ihr verkauft ja auch Essige, die macht ihr aber nicht selber, die kriegt ihr von verschiedenen Lieferanten, aber auch aus kleinen Strukturen. Richtig. Der Fischerauer Andreas in Bischelsdorf ist eigentlich mein Hauptlieferant. Der ist mittlerweile schon recht bekannt in der Szene. Der macht das jetzt auch schon seit, glaube ich, 10 Jahren hauptberuflich. Dann habe ich noch ein paar kleine andere. Also wir haben hier in der Region ja doch viele, viele kleine Produzenten und auch da steigert sich das Sortiment von Jahr zu Jahr. Aber Essig ist natürlich einmal, gerade wenn es um Salate geht, der Paradebegleiter von Öl. Was ist der Paradebegleiter für das Kernöl, wenn man jetzt den Essig nimmt? Für mich persönlich ganz ein einfacher, klassischer Apfelessig. Das ist so die klassische Geschichte, Apfelessig mit Kürbiskernöl. Muss aber immer dazu sagen, steirisch. Genau, muss immer dazu sagen, mein persönlicher Geschmack. Es kann sich bitte gerne jeder selbst seinen persönlichen Favoriten herausgeben. Manche Leute essen das Kürbiskernöl irrsinnig gerne mit einem Balsamico di Modena, was ich jetzt nicht so mag. Aber das ist eine durchaus interessante Kombination, weil es zwar so starke, zwei starke Geschmäcker Charaktere sind. Aber Geschmäcker sind unterschiedlich. Richtig. Etwas habe ich vorhin vergessen, das will ich unbedingt noch wissen. Und zwar bei der Produktion des Kürbiskernöls bleibt der Presskuchen. Und die Frage an dich ist, was passiert mit dem eigentlich? Beim Presskuchen, beim Kürbis ist es so, das ist ein sehr hochwertiger, in dem Fall dann schon wieder Rohstoff, muss man fast sagen. Der Kürbiskern hat ja neben dem Fett auch sehr viel Eiweiß. Und wir pressen nur das Öl. Darf ich kurz einwerfen, Öl und Fett ist bitte dasselbe, nicht, dass ich da immer mehr verrät. Das ist physikalisch das Gleiche, nur das eine ist bei Raumtemperatur flüssig, das andere ist fest, also Fett und Öl. Aber wie gesagt, das Öl pressen wir so gut es geht heraus, nicht alles, aber ein Großteil. Und das Eiweiß bleibt im Presskuchen zurück. Das heißt, über ein Eiweißgehalt von rund 60% im Kürbiskernpresskuchen, sehr hoch. Und das ist einmal in erster Linie ein sehr gefragtes Futtermittel. Also ein Tierfutter für Rinder, für Schweine, für Hühner. Auch die Fischer verwenden es ganz gern, wobei du gehst dann gar nicht mehr nur ums Futtern, sondern auch ums Ködern. Mhm. Also ich sage mal, aktuell 95% des anfallenden Kürbiskernpresskuchens geht in die Weiterverarbeitung zu Tierfutter. Aber die restlichen 5%, vielleicht ist es jetzt sogar schon ein bisschen mehr, gehen jetzt schon in die Richtung, das wieder als Nahrungsmittel zu verwenden, was ja durchaus weil eiweißhältig, sage ich, ja. Genau. Also als schlagt jetzt wieder ein bisschen in die Kerbe vegane, vegetarische Ernährung. Dort merkt man es definitiv viel mehr als bei den Ölen. Also zumindest können wir es 1:1 zuordnen. Also wir haben jetzt schon zwei Firmen, die Brotbackmischungen herstellen, vegane Brotbackmischungen, wo sie genau dieses Kürbiskernpresskuchenmehl als Eiweißlieferant verwenden. Okay. Oder eben auch Eiweißbrot und solche Dinge. Und da sind die Verwendung
Handlungsmöglichkeiten bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Also, das heißt, da merkt man tatsächlich, da gibt es wieder Interesse, diesen Auflage. Wertvollen, sage ich jetzt einmal, Stoff eigentlich weiter direkt zu verarbeiten. Und jetzt nicht nur für die Tierfutterverwertung. Ja. Sehr schön. Ich stelle immer allen meinen Gesprächspartnern zum Abschluss des Gespräches die Frage, was denn ihr Lieblingsgericht ist. Um die Frage kommst du jetzt auch nicht drum herum. Yes, das ist Maria, ganz unvorbereitet, Lieblingsgericht. Eine aufgesetzte Hähn sagt was. Also im Prinzip ist es ein Brathändl. Das auf einem, das muss man jetzt, glaube ich, wirklich erklären. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Aufgesetzt. Sie steht im Rohr. Nein, nicht unbedingt. Okay, dann verstehe ich auch was Falsches drunter. Also meine Mutter macht es im Prinzip so, dass die Hähn ganz normal braten wird, geteilt, gebraten wird. Aber zeitgleich wird in einer nennen wir es mal Auflaufform, geschabte Kartoffeln, so an der Bohnen und drauf kommt die sogenannte Semmelfülle. Das ist im Prinzip von der Zusammensetzung her ähnlich wie ein Semmelknödel. Ja. Nur wird das dort halt auch in die Auflaufform aufgefüllt und das Ganze kommt auch ins Rohr. Mhm. Wird eine Zeit lang dann zugleich dort drinnen bewegt und irgendwann wird die Hähne dann dort draufgelegt. Also aber die Hähne ist sozusagen so. So macht es die Mutter manchmal, man kann es also ganz drauf tun. Okay. Aber das ist dann sitzt die Hähne in dem Nest aus Semmelfüll und Erdäpfel. Und dadurch geht natürlich ein Saft von der Hähne wieder in diese Semmelfülle hinein. Und das zieht so wunderbar durch und da dann ein Hypersalat mit natürlich Kürbiskerne und Apfelessig dazu. Gut, das klingt aber schon gut. Das ist ein richtiges Sonntagessen. Das ist ein richtiges Sonntagessen, ja. Weil das braucht natürlich auch ein bisschen. Gibt es auch nicht jeden Sonntag, weil es ist recht viel Arbeit. Ja, aber dann ist es ja was Besonderes. Ja, da kannst du dann das Abendessen sparen. Also das reicht dann sicher für den ganzen Tag. Das ist ja schön. Das klingt nach einem schönen Sonntag. Ja, super. Thomas, ich glaube, wir haben das Wichtigste besprochen. Wir könnten noch länger weitersprechen und noch mehr ins Detail gehen, aber ich glaube, man hat schon einen guten Eindruck gekriegt, was das Kürbiskernöl und die anderen Öle, was da eigentlich auch alles möglich ist und wie bei allen Qualitätsproduzenten, es fängt beim Produkt an, geht über die Herstellung, also die Geschichten sind immer ähnlich. Definitiv. Sonst wird es einfach kein gutes Produkt. Ja. Ich danke dir recht herzlich, war sehr, sehr spannend. Danke meinerseits. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.